Moin Leute, willkommen zur nächsten Folge. Wir starten noch ohne lange Umschweife. Wir wollen ja jetzt diese Folge, diese Zusatzaufträge machen für das Flammenross. Heißt das, glaube ich. Die gejagten Jäger. Die Jäger dachten, sie stünden an der Spitze der Nahrungskette. Er zeigte ihnen jedoch, dass sie sich irrten. Schmiede alle Legenden des Jägers, um die Macht des Flammenrosses freizuschalten. Machen wir. Schleichtötung bestimmt, genau wie die Dolche. Beseitige alle Jäger der Jägerlager. Sollen wir wieder alles in Schleichtötung-Manier machen hier? Ah. Den haben wir nicht. Dürfen wir mal durch, danke. Guck nicht so. Nächstes Lager. Zimmern wir mal kurz hier rüber. Sie lassen sich ein bisschen kacke steuern, aber ich finde das Tier geiler als der Karago auf jeden Fall. Wenn ich den Waldläufer sehe, werde ich. Hast du das gehört? Ich hab nichts gehört. Hier ist nichts. Nee, hast recht, ist nichts. Gut, dass die Stimme gerade von wo kam, wo überhaupt gar keiner mehr lebt. Aber ist egal. Und das Ritterlager. Sollen wir mal kurz durch einen kleinen Pfeilhagel, denke ich mal, schnell eliminieren. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Ohne dass es überhaupt jemand bekommt, dass sie da waren. So schnell kann und soll es gehen. Nächster Auftrag ist da drüben, 1000 Fuß von hier entfernt. Geht ja schnell. Können wir da komplett hoch? Nee. Schade. Den brauchen wir nicht. Hier ist ein Hauptauftrag. Machen wir, denke ich mal, nächste Folge weiter. Zack. Wogen der Verwüstung. Seine Feinde versammeln sich, um eine Armee aufzustellen. Auf die widerliche Waffe, die er in der Schlacht ritt, waren sie jedoch nicht vorbereitet. Knie nieder! Bitte auch. Irgendwas greifen hier oder was? Schützen, 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 schützen. Da ist ein Schütze. Da ist ein Schütze. Jetzt haben wir definitiv ein Essen. Jetzt hat das hier ein stilles Ende. Ja.
Der wurde getötet. Noch ein Versuch. Noch ein Versuch. Lass mich in Ruhe. Du Pisser. Haut ab hier, Mann. Von dem Teil. Das kann ich nicht aktivieren hier und ich danach mit dem Grauch in die Fresse hauen. Mann. So, schnell annehmen. Ich glaube, wir gehen ein Stück weiter raus aus der Mitte. Irgendwie ein bisschen in die Richtung. Das ist ein bisschen angenehmer. Gönnen wir uns mal einen kleinen Snack. Wegmampfen. Rein. Oben werden wir kaum treffen, denke ich mal. Leben achten hier, aber das sieht eigentlich ganz gut aus. Brauchen wir nochmal irgendwie Schützen. Oh oh. Ess schnell ein. Das wäre kurz vor Ziel wieder Ende gewesen wäre. Komm her. Erfolg. So, sie muss uns leider verlassen. Haut rein. Laufen wir mal zum nächsten Auftrag, obwohl ich glaube, das ist ein bisschen zum Laufen ein bisschen sehr zu weit. Ist es tatsächlich. Wir gehen. Rülpsendes Ungetüm mal besuchen, und zwar über die Schnellreise. Ich sag mal jetzt, wenn man alle Fähigkeiten freigeschaltet hat, geht das Spiel schon fast viel zu einfach von der Hand. Aber naja, was soll man erwarten, dass man das hier komplett wieder von neu anfängt? Das wäre natürlich ein bisschen zu krass. Und dafür ist es ja nur eine Zusatzstory, dafür ist die auch viel zu kurz. Und da dann zu sagen, man fängt neu an. So, die Diener des dunklen Herrschers haben Schützen entsandt, um sein Weiterkommen in der Wildnis zu verhindern. Ihre Angriffe werden mit abscheulichen Gegenmaßnahmen beantwortet. Niederknien nicht vergessen, mein Freund. Wunderbar. Sollen 20 Schützen töten mit schwachartigen Gebrechen. Den Auftrag sollen wir innerhalb von 3 Minuten ableisten. Ist eigentlich relativ machbar. Wir müssen immer nur zwischenzeitlich ein Essen oder mehrere Essen. Und dann weiterlaufen. Ein bisschen die Umgebung vollkotzen hier.
treffen, tun wir sie von der Entfernung nicht. Das Leben sieht gar nicht so gut aus. Scheiße. Wir müssen tatsächlich ein Stück zurücklaufen. Bitte, bevor wir sterben. Die Tapferkeit der Mensch. Ja, durchs Laufen sind die betäubt und betäubt kann man die nicht fressen. Ist ja geil. Also wartet, bis die bei uns stehen, um sie dann zu fressen. Und am besten keinen Nahkampf machen. Auch wenn sie sind ziemlich nah. Geht das, wenn man mal so einen kleinen Abschuss macht, dann geht das eigentlich. Und dann sofort wieder aufhört. Wir sollten jetzt demnächst dringend was essen. Jetzt hat das hier gleich wieder ein jähes Ende. Minute 10 haben wir jetzt. 15 getötet. Dann werden wir jetzt auch in den letzten 5 in der restlichen Zeit halt machen können. Er kann aber nicht da hochklettern, oder? Das wäre wohl ein bisschen zu OP, oder? Nee, das kann er nicht. Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn er das kann. So, haben wir mal hier eine Kurve. Zack. Und da sind unsere letzten Ziele. Danke. Und tschüss, ihr Penner. So. Hier wieder weg. Brauchen wir nicht mehr hier sein, ne? Wir rennen mal über euch rüber, ihr ganzen Flachpfeifen. Bam. Ist ja gut, Junge. Chill. Der ist ein bisschen schlecht gelaunt, habe ich das Gefühl. So. Aber ich würde fast sagen, das war es jetzt mit dieser Folge schon wieder. Und in der nächsten Folge machen wir wieder mit Hauptaufträgen weiter, Leute. Haut rein. Bitch, I wanna party like Chris Carlin.